Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines angespielt. Also ich meine wenigstens zusammen mit euch anspielen sollte ich dieses Spiel mal. Nein, ich möchte kein Let's Play dazu machen, wirklich nicht. Ich und Städtebau, das artet in Stunden, Tage, wochenlanges perfektionistisches Aufbauen von Straßensystemen aus, weil ich nicht gut darin bin, logisch mich sofort in ein Straßensystem einzubinden. Soll heißen, ich sitze da stundenlang und male dann auf DIN A4 Kästchen da die Straße und das muss dann eine Einbahnstraße sein, der Verkehr ist optimiert, wenn, aber wenn dann da das und das Gebäude. Oh Gott, nein, das wollt ihr nicht. Ich will das nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Deswegen werden wir einfach eine Derp City bauen, die einigermaßen funktionieren wird. City Skylines ist ja das bessere SimCity. Und ich habe mal ganz kurz reingeschaut, während Franz das gerade gestreamt hat. Und da habe ich gedacht, okay, dann kannst du ja nebenbei einfach auch mal in das Spiel reingucken. Und hab dann meine Stadt abgefackelt. Aus Versehen, weil ich hatte kein Geld mehr. Und oh, schöne Musik. Ich hatte das Problem, dass das Tutorial halt nicht sehr, naja, wie soll ich sagen, ausreichend war, um meinem kleinen nicht vorhandenen Brain irgendetwas zu erklären. Wir werden uns jetzt hier also in der ultra langsamen Geschwindigkeit durchwursteln und ganz, ganz, ganz klein anfangen. Sicher ist sicher. Okay, was nehmen wir denn jetzt mal für eine Stadt? Blackwoods klingt nett. Stadtname Rockdale. Nö, das nennen wir dann Dirpenhausen. Ich finde, das passt perfekt. Naturrohstoffe. Hier ist Öl. Erze sind da, Agrarland ist in Ordnung, Waldrohstoffe sind super, geeignetes Baugebiet 70%. Ausgehende Verbindungen. Wir haben Autobahn, Zug, Schiff und Flugzeugmöglichkeiten. Also soll heißen, man könnte das da bauen. Linksverkehr. Ah, ja, wenn man sich dann wirklich etwas schwierig machen will, gerne Linksverkehr, warum nicht? Verbinden Sie Ihre industriellen Gebiete direkt mit der Autobahn, sodass die LKWs schneller und einfacher zu den Städten gelangen. Ja, das habe ich auch auf vor. Ling! Oh, erstmal bitte auf Stopp drücken. Lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Gebäude spawnen in abgrenzenden Gebieten, um im weiteren Wachstum Ihrer Stadt werden Sie neue städtische Dienstleistungen und Gebäude freischalten. Hä? Hä? Was? Gebäude spawnen in abgrenzenden Gebieten, um im weiteren Wachstum ihrer Stadt werden sie neue städtische. Macht der Satz nur für mich keinen Sinn oder ist das? Was? Ich bin einfach blöd. Also, ich soll Straßen bauen. Bauen Sie Straßen zur Erweiterung Ihrer Stadt. Wählen Sie einen Straßentyp und ziehen Sie eine Straße. Nehmen Sie mit. Ja, okay. Ist klar. Straße ziehen. Ist wie bei SimCity. Anders geht's auch nicht. Ach, das ist ja süß. Ist überschaubar hier. Nur eine Autobahnanbindung. Da kriege ich ja gleich schon Plack, wenn ich sowas sehe. Zoomen wir da mal ran. Ja, dann würde ich sagen, ein bisschen planen gerade mal. Das Industriegebiet in die eine Richtung packen und das Wohngebiet in die eine Richtung und in der Mitte das Gewerbegebiet, damit das in einen übergehenden Fluss ist. Und auf jeden Fall Industrie- und Gewerbegebiet schnellen Anbindung zur Autobahn hat und die Menschen einfach eine schnelle Anbindung zum Industrie- und Gewerbegebiet. Weil wer will schon aus meiner Stadt weg? Raus aus meiner Stadt kommt ihr nicht mehr, liebe Bürger. Wenn ihr hier einmal wohnt, dann habt ihr dafür immer verkackt. Straßen müssen gebaut werden. Ja, Mensch, ernsthaft? Wir brauchen Straßen. Ich dachte, die laufen jetzt alle über das Gras. Gibt verschiedene Straßentypen, die kann man aufwerten, vermute ich auch einfach mal. Ja, ich hoffe, Learning by Doing funktioniert bei mir. Was sind das denn hier? Sind das alles Einbahnstraßen? Da würde ich aber auch gerne weiter Einbahnstraßen bauen und dann da einen Kreisverkehr draus machen, den ich besser kontrollieren kann an der Autobahn, als eine Abfahrtsstraße. Darf ich das dann bauen? Nein, darf ich gar nichts. Ich darf nichts! Gar nichts darf ich. Ja, bei uns darf man ja nichts. Dann mache ich das jetzt anders. Ich habe einen Plan vor Augen, wie man das. Oh, das ist ja süß gemacht. Nee, gerade hätte ich das gerne. Jetzt darf ich eine Einbahnstraße bauen, nachdem ich das gebaut habe. Wir machen uns jetzt hier so ein kleines Gebiet. Für Wohnhäuser. Ich weiß nicht, wie breit. Ich schätze mal vier breit. Brauchen diese Gebäude brauchen immer vier Kästchen breit. Ihre Straßen. Das ist ja nicht das Problem. Und wir bauen jetzt
Einbahnstraßen läuft der Verkehr in die Richtung, in die Straße gezogen wird. Ja, das habe ich auch beim Anspielen schon mitbekommen. Müsste dann hier ein bisschen weiter oben drüber sein? Machen wir es doch so hoch hier. Also, ne, die Leute, wir machen jetzt hier einen Einbahnstraßenverkehr, einen großen. Das ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, aber wir haben dann... Also, ich will erstmal gucken, wie ich damit klarkomme mit der... mit dem Bau von solchen Straßen. Soll heißen, die Leute können halt hier im Kreis auf die Autobahn fahren. Von ihren Gebäuden hinweg. Das bedeutet, spätestens hier irgendwann wird dann später Stau entstehen. Ich versuche es nur einigermaßen gerade in meinem Kopf zu begreifen, wie ich das aufbauen kann und will und möchte. Soll heißen, hier möchte ich noch eine Einbahnstraße nach oben weg haben. Nur um erstmal von Anfang einen vernünftigen Verkehrsfluss zu haben. Hier ist das nicht mehr so wichtig, glaube ich. Ich nehme jetzt die billigen Straßen, weil guck mal an, wir hatten nur 60.000 irgendwie. Und davon ist jetzt schon viel weg und wir können hier upgraden. Machen wir das jetzt gerade mal hier so. Und in dem hier... Ich will nur schon mal halt ein gutes Grundgerüst haben für Straßen. Das sieht doch gut aus. Die Leute haben die Möglichkeit, da abzufahren, um hier an die Straße zu kommen. Die Leute haben die Möglichkeit, hier rumzufahren, um da an die Straße zu kommen. Dann ist das nach hier noch ausbaufähig. Das sieht nach etwas aus. Heißt nicht, dass das klappt. Und dann bauen wir eine Einbahnstraße an die Autobahn. Ich will nicht, dass die Leute da wild herumfahren. Die sollen nur hier lang können. Und die können auch nur hier runter. Das heißt, sie können nicht ins Industriegebiet von da aus abbiegen. Ich möchte eine andere Zugang zum Industriegebiet haben. Ich glaube, ich gebe gerade mein ganzes Geld aus, um Straßen zu bauen. Kann das sein? Tut mir leid. Ich bin... Was das angeht... Ich baue halt immer dann schon mal ganz gerne und dann ist das meist scheiße und... Hier wäre ein perfekter Platz für einen Kreisel. Ich weiß nicht, wie man Kreisel baut. Wir machen das jetzt einfach mal gerade so. Das hier ist nicht ganz symmetrisch geworden. Ne? Bin ich ein bisschen zu inkompetent, Straßen gerade zu... Wobei, die ist gerade. Die da ist aber nicht gerade. Boah, ihr schämt euch mal. Warum könnt ihr dann nicht so zusammengehen, wie ihr sollt? Egal, das bleibt jetzt so. Dann lassen wir das als Grünstrich frei oder so. Ja, ich weiß, dass ich das Spiel angehalten habe. Straßen kosten nämlich auch Unterhalte. Kann ich doch erstmal gleich Straßen bauen, liebes Spiel. Laber mich hier nicht voll, Mann. Ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, ob das so funktionieren kann. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Also wenn wir hier ein Wohngebiet haben wollen, machen wir jetzt hier auch mal so billige Klüngelstraßen hin, die ins Wohngebiet führen. So, genau. Und da noch, wir brauchen auch ein Gewerbegebiet. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Also wenn wir hier ein Wohngebiet haben, Leute können ja ohne Probleme direkt an ihre Häuser, lalala, die haben dann nur diese einen Abfahrten, können direkt hier auf die Autobahn, wenn sie dann irgendwo hin müssen oder direkt, also sie können aber nicht direkt hier lang ins Industriegebiet, es ist einfach eine Ausfahrt nach draußen. Wenn sie ins Industriegebiet wollen, müssen sie die Straße hier oben benutzen, die sie dann hier oben lang führt, weil das hier unten ist eine Einbahnstraße, da können sie also gar nicht drauf. Die führt nämlich nur nach da. Es bringt. Und die können aber notfalls, wenn sie hier direkt abbiegen wollen, diese Straße nehmen. Okay, okay, ist gut. So, das heißt, wir haben hier oben. Alles, was hier aus diesem Gebiet rauskommen will, muss hier oben diese Straße nutzen. Hier haben wir eine Einbahnstraße und wenn wir hier Gewerbegebiet machen, können wir die Gewerbezugänglichkeit gewährleisten, ohne dass die Straßen verstopft werden. Glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht. Ja, ja, ich weiß, es ist hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Lass mich doch jetzt bitte erstmal planen. Ich weiß doch auch gar nicht, Meilenstein interessiert mich nicht. Ich weiß doch auch gar nicht, wie viele Häuser auf ein Gewerbegebiet und so kommen. Wir bauen jetzt hier erstmal ein winziges, kleines Wohngebiet hin. Direkt hier unten dran. So. Wirtschaftsfenster freigeschaltet. Im Wirtschaftsfenster können Sie Ihre Steuern einrichten und sich anschauen, wie viel Sie einnehmen und ausgeben. Bauen Sie Ihre Stadt zum Freischalten weiterer Optionen aus. Oh Gott, Strom und Wasser brauchen wir auch. Das ist schlecht.
Also erstmal können hier Gebäude aufgebaut werden, ja? Ich finde, also für so eine ganz grobe, winzige, kleine Grundstadtplanung ist das doch gar nicht mal so schlimm. Nicht da, wo sie wollten? Ja, dann kann man das abreißen, das ist mir klar. Oh, guck mal, hier wird was aufgebaut. Komm mit der Steuerung hier zwar noch nicht so gut klar, aber das geht aber schnell. Schick. Schick, richtig mit Hecke, die wächst aber auch wahnsinnig schnell hier. Dauert in etwa so 2 Tage, bis ein Haus aufgebaut ist? Krass, das ist ja wie bei den Chinesen hier. Was ist hier oben los? Hallo, hier ist Schöpper. Behalten Sie im Auge, über was sich Ihre Bürger unterhalten und was sich sonst so auf der Welt tut. You found me. Ach, cool. Du willst Strom haben und du willst Wasser haben. Das kann ich irgendwie verstehen. Strom, dann fangen wir doch mal an, Windstrom zu setzen. Ich vermute mal ganz normal Turbinen und so. Wenn sich die Stadt nach hierhin ausbreiten soll, dann können wir die Turbinen doch hier nach oben packen. Die sind ja auch laut. Da ist so ein Geräusch dran. Ausgangsleistung, Windgeschwindigkeit. Machen wir gleich 2 Stück. Nicht kleckern, sondern glotzen. Und wie sieht das aus mit einer Wasserpumpe? Eine Wasserpumpe, die direkt das aus dem Meer holt, ist doch super. Ist doch super. Ist kein Wasserturm, mehr so ein Quatsch. Dann ist das hier gleich in der Nähe vom. Ja, das ist die Wasserpumpe in der Nähe vom Industriegebiet. Hahaha. Ja, eben, genau. Das will ich ja eher nicht. Dann lassen wir lieber das Wasser ableiten und dann kommt lieber die Wasserpumpe hier unten hin. Juhu, hurra! Pumpstation! Ja, grüne Welle, nichts geht über grüne Energie und so. Genau, und jetzt muss ich das Ganze noch mit Wasserrohren verbinden. Also von hier. Einmal. Oh, das ist. Nee, auch noch nicht ganz. Diese blauen Umkreise, das habe ich schon verstanden, zeigen an, wie weit das dann jeweils abgedeckt ist. Da gibt es bestimmt auch eine ganz effiziente Methode, damit das perfekt abgedeckt ist und so mit dem Wasser. Machen wir das erstmal so, das sollte reichen. Beim Strom ist es irgendwie das Gleiche. Da muss man dann Strommasten legen. Muss man die hier verbinden? Ich weiß es nicht. Es sieht cool aus, wenn ich die miteinander verbinde. Dann müssen wir einmal bis hier runter. Und dann kriegst du einmal Strom, mein Schatz. Und dann legen wir einmal bis hier in die Ecke Strom. Und wir müssen da jetzt noch Häuser bauen, damit der Strom da auch angebunden wird. Oder kann ich das irgendwie. Ich wusste doch aber, wie irgendwie Strom darüber legen können. Ach, guck da, so geht's. Tada! Okay, hatten wir jetzt noch was anderes, was an den Strom angebunden werden muss? Nö. Industrie haben wir noch nicht, weil ich halt noch nicht weiß, wie das dann halt läuft mit dem. Oh, ihr habt Abwasser, das tut mir leid. Abwassersysteme müssen natürlich. Und die legen wir dann einfach hier. Moment, das ist ins Meer. Wollen wir unser Abwasser ins Meer pumpen? Abwasserrohr. Ja, komm, bleibt leider nichts anderes übrig. Das muss auch angebunden werden, ne? Ja, dann läuft das doch jetzt. So. Also, ihr könnt euer Abwasser abpumpen. Ihr habt Strom. Oh, guckt euch mal an, wie schön das aussieht. So, 3 von 4 Haushalten. Gebäude im geringem besiedelten Wohngebiet. Die Leute scheinen zufrieden zu sein. Sorgen Sie dafür, dass in diesem Gebäude alles stimmt. Hier wohnen Erwachsene. 6 Erwachsene und 7 Kinder. Oh, ihr sollt doch nicht gleich hier so loslegen und sie sind alle strunzdoof. Toll. Oh mein Gott, ist das hier süß? Da wohnen 2 Erwachsene drin. Ja, das ändert sich wahrscheinlich bald noch. 4 Erwachsene, 3 Kinder, 2 Jugendliche. Und sie sind super unglücklich, weil dämlich. Vermutlich. Aber ich dachte, life's more painless for the brainless. Hähnchen, ich habe ein Hähnchen gehört. Oh, das sieht doch jetzt aber schon total schön aus. Kann man Screenshots machen? F9. Ich weiß nicht, womit man Screenshots machen kann. Screenshots. Wo ist die Screenshots-Taste? Gameplay. Kamera, 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 Kamera. In-game. Simulation, schneller laden. Speichern sollten wir auf jeden Fall auch. Feuerwehr, Nahverkehr, Linien, Fenster, Info, Info, Info. Bestimmt gibt es irgendwo eine Screenshot-Option. Also ansonsten muss die Steam-Screenshot-Funktion auf jeden Fall gehen. Es muss immer Screenshots-Funktionen geben, wenn ich spiele. Ich verlange das von den Spielen, ja? Hier ist auch nichts zugeteilt, was irgendwie nach Screenshot-Funktion aussieht. Oder? Ha? 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 Sonstiges? Aha.
Aha, speichern wir das Spiel. Ja, kannst du es auch gerne auf die Steam Cloud machen. Angespielt. Speichern. Oh, wie schön die Bäume hier am Wackeln sind und so. Das ist. Wir machen total viel Verluste. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht. Infoansicht. Da ist die Infoansicht unserer Stadt. Ah, die kenne ich doch gar nicht. So, ich weiß nicht, auf wie viele Leute. Auf wie viele Leute halt Industrie kommt. Deswegen müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Wenn ich jetzt davon ausgehe. Also ich gehe jetzt davon so jetzt logisch ranzugehen. Da wohnen 6 Erwachsene drin. Das sind 8 Erwachsene. Das sind 12 Erwachsene. Das sind 16 Erwachsene. Das sind 20, 25 Erwachsene. Wenn wir davon ausgehen, dass davon jetzt ganz grob 20 Leute arbeiten, dann würde das reichen. Ein einzige. Naja, jetzt. Ich weiß nicht, wie groß sind denn hier so die. Oh, wie süß. Wie groß ist denn jetzt hier so ein Industriegebäude? Auch 4x4. Nee, die Gebäude sind doch 4x4. 2 Industriegebäude reichen. Und die können gerade mal ein Gewerbe laden. Das ist nicht zusammenhängend, ne? Die Linien treffen sich ja nicht richtig. Das würde kein Gewerbe entstehen oder so. Ich glaube, es sind so typische 4x4 Kästchen. Dann machen wir hier oben draus das Gewerbegebiet. Machen wir erstmal ein Viererkästchen hier hin. Stadtviertel, Gebäude, Autos, Bürger und andere Objekte können sie umbenennen. Oh, echt? Das ist ja geil. Oh, da habe ich aber ganz viele blöde Ideen bei. Okay, während wir jetzt hier pleite gehen, weil ich von dem Spiel noch keine Ahnung habe, großartig warten wir, bis sich meine Industrie aufbaut und hoffen, dass wir mit der ins Plus gehen. Hier steht ja auch hohe Nachfrage nach Industrie- und Bürogebiet. Moment, es werden sicherlich auch einige Bürger dort arbeiten. Kann man nachgucken, wie viele Bürger hier arbeiten? Wasserpumpe. Wir müssen doch da auch instand halten. Also gibt es irgendwo einen, zu gucken, wie die Leute arbeiten? Was war hier? Schon wieder ein Stromausfall. Wo dann? Wo war ein Stromausfall? Wo ist hier kein Strom? Oh, ups. Das tut mir leid. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Halt von hier. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Oh, das tut mir leid. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass das so ist. Oh, oh. Oh, oh. Honey, ey, du musst aber nochmal auf die Schule gehen, ey. Jetzt haben wir 57 Leute. Gibt es irgendwo eine Statistik, wo ich genau sehen kann, wer wo wie viel Arbeit leisten kann? Irgendwo. Ja, es tut mir leid mit dem Stromausfall. Das wollte ich nicht. Irgendwas. Hey, kann ich das Fenster? Okay. Was ist das? Fokus. Achso, okay. Steht da dran, wie viele Leute haben? Gebäude verschieben. Oh, ich kann Gebäude verschieben. Budgetfenster. Budget, Budget, Budget. Vielleicht gibt es ja hier nicht Steuern. Also, wir sehen. Stufe 1, die Gebäude. Das ist das, was die einnehmen. Einnahmen und Ausgaben steht hier. Einnahmen. 82 Euro. Gesamteinnahmen steigen gerade zunehmend. Das ist aber weit weg von dem, was wir bezahlen für das, was wir ausgeben. Wöchentliche Gesamtausgaben. Oh Gott. Wo kann ich denn sehen, wer wo wie arbeitet? Da kann ich doch überhaupt nicht beurteilen. Wie. Oh. Ich habe schon wieder den Scheiß mit dem Strom gemacht. Ich habe schon wieder vergessen, dass das ja überall hier. Oh, wie mache ich das denn jetzt am besten? Okay, dann. Moment, 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 Moment. Dann sind wir jetzt ganz risky und legen hier alles voll mit möglichen Gebäuden. Und dann müsste das ja jetzt hier miteinander verbunden sein, irgendwie. So, dann YOLO. Ich vermute einfach mal, so wird es einigermaßen von der Waage sein, vom Verhältnis her. Und wenn die sich erstmal ausgebaut haben, ich spule jetzt einfach mal vor, dann sind die auch miteinander verbunden, ja? Ja. Und dann ist das auch mit dem Stromnetz. Ist das so, als würde sich unterirdisch ein Stromnetz bilden. Halt, Moment, wir sind ja fast okay. Also, dann reicht das mit dem. Reicht das dann mit dem. Ich habe keine Ahnung, wie das Verhältnis ist. Ich weiß nicht, wer wo wie arbeitet. Das ist für mich immer das Wichtigste, zu wissen, wie viele Leute wo arbeiten, damit ich das ausrechnen kann.
Bei SimCity habe ich mir das irgendwann ausgerechnet, um etwa eine Statistik zu haben. Das war ja ein bisschen random. SimCity hat durchaus auch von der Statistik her gestimmt. Das Einzige, was bei SimCity, was ich persönlich fand, nicht gestimmt hat, war, dass man dort keine Einbahnstraßen hatte. Ansonsten war ich mit dem Spiel sehr zufrieden. Neighborhood Shop. Go Nuts. Donuts. Oh Gott. Schlechte Witze. Schlechte Getränke. Oh, das passt nicht. Schlechte Witze und Getränke machen wir dann da draus. Darf ich Getränke? Enter. Hä? Wovon wir heute essen, Mama? Weil schlechte Witze und Getränke. Oh, das ist toll. Ich hasse Witze und Getränke. Und wenn die da schlecht sind, habe ich wenigstens einen Grund zu meckern. Er wohnt hier? Wow, erwachsene 3 Stück. Die sind alle dumm. Unsere Leute sind alle dumm. Das ist nicht gut. Wir machen immer noch miese. Wir sind also gleich pleite. Gut, das ist schön zu wissen. Ja, Moment. Ich habe doch da die Gewerbegebiete ausgebaut. Und die wollen sich nicht ausbauen, weil sie keine Lust dazu haben. Ich das jetzt hier wieder wegnehme. Seid ihr dann noch ans Stromnetz angebunden? Ja, dann lassen wir das nämlich jetzt erstmal so. Ne, jetzt wollen sie wieder Gewerbegebiete zählen. Also schon die Gewerbegebiete, die man angefangen hat, hier auszuweisen. Wieso wollt ihr so viele Wohnungen haben? Ich spule mal ein bisschen vor. Schauen wir mal, ob wir die Waage hinbekommen. Wie kann man alles gleichmäßig haben wollen? Da verstehe ich irgendwie nicht ganz. Unsere Industrie hat sich gut ausgeweitet. Der geht's gut. Die Leute ziehen ein. Da ist jetzt ein neues Geschäft erschienen. Die Leute können zwar sonst nicht einkaufen, aber bei hin. Ja, sie wollten mehr Industrie haben. Da kommt jetzt mehr Industrie. Könnt ihr so viel Nachfrage nach Industrie- oder Bürogebäuden haben? Ich habe keine Bürogebäude. Ich kann keine Bürogebäude bauen. Ich schätze mal, die Nachfrage ist so hoch, weil das Geld bringen würde. Hm? Dann machen wir das noch bis hierhin voll. Und die Einkaufsmeile dort finde ich sehr schön. Dann können wir das hier noch ausweisen als Wohngebiet. Aber ansonsten müssen wir uns das hier für Straßen freilassen. Aber das ist ja viel schöner, dass man das hier so deutlich machen kann. Klappt das jetzt? Ich hoffe doch. Also es geht mit unseren Einnahmen langsam. Oh, das sieht schön aus. Mein Gott, sieht das Spiel schön aus. Okay, das Motion Blur macht, also dieses Deep of Field und so, das macht alles so ein bisschen anstrengend. Geht's euch hier immer noch gut? Jetzt gibt's hier 5 Kinder und 5 Jugendliche. Die werden immer schneller wachsen. Und ich glaube, die Leute sind auch ganz glücklich. So, Brook Resistance. Mhm. Windstärke, Elektrizität, Zufriedenheit der Bürger, Wohngebiete, Zufriedenheit. Gewerbegebiete sind sehr glücklich. Industriegebiete sind auch sehr glücklich. Aber die Leute in den Wohngebieten nicht. Ah, das, das gefällt mir nicht so. Die Verkehrsbelastung, ja klar. Mir war klar, dass die da oben würde sie am stärksten sein. Da oben wird die Verkehrsbelastung erstmal am stärksten. Aber ansonsten dürfte das Verkehrskonzept, was wir hier haben, zwar zu langen Strecken für die Leute führen, aber an für sich zu einem intelligenten System. Nee, jetzt labert nichts von Stromausfall. Hier ist alles angebunden, wirklich alles. In der Stadt geht's richtig gut. Wasser ist alles angebunden, müssten alle super glücklich, happy und so sein. Ihr braucht kein Wasser da oben, habe ich beschlossen. Gut. Wir machen Minus. Nicht gut. Wieso ist denn jetzt die Frage nach Wohngebieten auf einmal so in die Höhe geschnellt? Kann man sehen, wie viele Leute da arbeiten? 2 von 16. Ach Mensch, jetzt steht's dran. Das ist ja super. 5 von 12, 12 von 12, 7 von 8. Hier ist alles voll, aber die hier sind nicht ausgelastet. Die haben Arbeiter, die haben Arbeiter. Das bedeutet, man kann es sich ausrechnen, wie viel man da braucht. Ich glaube, es wird ein Traum, wird wahr. Ich drücke mal auf Stopp. Wir erweitern unser Straßennetzsystem ein bisschen. Und zwar machen wir hier... Okay, das ist die einzige Anbindung, die können hier auf die Autobahn fahren. Von daher ist es egal, das kann dann hier auch also 2-spurige Straßen werden. So. Das hier sind auch 2-spurige Straßen.